Das wird jetzt in den Aal fliegen. Mach dich nicht lächerlich. Nee. Nee. Fliegen doch nicht. Reiten. Reiten würde reichen. Ach, da sind die. Ich weiß, ich wollte zwar gleich nochmal. Aber trotzdem. Ich muss schon mal ein paar. Die hier gerade so rumkreuchen. So. Ja, dann hole ich mir gleich. Pauline! Sehr gegrüßt. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Eventuell kannst du das ja. Oh, das ist doch die Ausrüstung, die ich den Soldaten am Sturm überlassen habe. Beim ersten Anzeichen von Gefahr geflohen, sagst du? Verstehe. Nun, noch ist nicht alles verloren. Es scheint, als hätte der Rekrut seine Messaufgabe abgeschlossen. Die Tabelle ist ziemlich ausführlich. Bei all den Veränderungen, die die Katastrophe mit sich gebracht hat, hielt ich jetzt für eine gute Idee, die Bruderschaft der Morgenviper mit einer Reihe von Explosionen zu beauftragen und das Land neu zu vermessen. Glücklicherweise sahen die Offiziere diese Aufgabe als ausgezeichnete Methode an, um unerfahrene Soldaten zu trainieren. Wir können uns nicht mehr auf unser vorhandenes Wissen über den Wald der Einkehr verlassen. Wenn wir diese stürmischen Zeiten bestehen wollen, müssen wir unsere Umgebung besser verstehen. Bleib wachsam, Abenteurerin. Nein, ich kriege jetzt ein Oberteil. Ein ganz grausam hässliches. Mit Nidhogg auf der Brücke. Meinst du das, wo du unter diesem Drachen lang rennst? Oder meinst du den... diesen komischen anderen... Gott, weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, wie die heißt. Schicksalsweg. Echt? Schicksalsweg? Aber kann sein, ja. Stimmt. Ja, doch, das könnte. Ich dachte immer, das wäre irgendwas mit Verteidigung oder sowas gewesen. Aber nee, stimmt, Schicksalsweg. Ja. Okay. Wir haben's. Ich hätte uns in aller Not hätte ich auch noch umgelockt. Aber ja, es war ein anderer Drache. Nidhogg war ja der andere Kampf. Da rennt man ja nicht unter ihm durch. Da kämpft man ja nur. Nur. In Anführungsstrichen. Nur. Oder warte mal. Warte mal, ich Mann, ja, okay, hier dauert so lange. Nein! Hilfe. Wenn man zu blöd ist, ein Fenster hinzuschieben. Gibt Schicksalsweg und der letzte Schicksalsweg. Okay. Ich suche halt jetzt gerade auch danach.
Ah ja, und der normale Schicksalsweg war dann das mit dem, wo das große, fette Drachenviech da lang stolpert. Okay. Okay. Ja, ich habe das gerade nochmal überflogen. Die Verteidigung Ishgards, das wurde überarbeitet. Okay, was und was war jetzt die Verteidigung Ishgards nochmal? Also ich werde sie eh früher oder später sehen, aber trotzdem. Jetzt einfach mal scharf hochgucken. Das suche ich jetzt, okay. Weil ich, also das wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Schicksalsweg, ja. Gut, wie das Ding mit Nidoka heißen hätte, weiß ich wenig. Das, wenn die das für sich gesagt hätte, hätte ich das gar nicht gewusst. Ich würde eigentlich nur den Dungeon angucken. Ah. Okay. Aha. So. Jetzt einmal kurz nochmal umsetzen. Ich wusste nicht, dass das so kompliziert wird. Einfach kann ja jeder. Diese verdammten Schmarotzer. Hemmungslos saugen sie meinen geliebten Bäumen den Saft aus. Oh, bist du nicht eine Abenteurerin? Du kommst gerade recht. Einige meiner Bäume, um die ich mich mit Leib und Seele kümmere, sind vom parasitären Fungi befallen und werden von ihnen förmlich ausgesaugt. Lange halten sie das nicht mehr aus. Dieses Bernstein-Fungizid wird sich von den Bäumen lösen und dann musst du sie nur noch erschlagen. Boah, ihr niederträchtigen Fungi, jetzt geht's euch an den Kragen. Verzeih mir bitte meinen Zorn, aber die Fungi rauben mir das, was mir am liebsten ist. Sie haben drei meiner Bäume befallen. Sag mir sofort Bescheid, wenn du die Fungi ausgemerzt hast. Die armen Dinger. Würdest du mir einen Gefallen tun, wenn du etwas Zeit übrig hast? Ich möchte, dass du in Blankenfels Anolis jagst. Bedruinen wandern häufig durch Blankenfels, um im Wald den Stimmen der Gebieter zu lauschen. Doch in letzter Zeit werden wir dabei immer häufiger von äußerst aggressiven Anolis angefallen. Seit der großen Katastrophe haben sie sich so stark vermehrt, dass sie sich auf der Suche nach Nahrung immer weiter von ihren Brutstätten entfernen und den Wald durchstreifen. Wenn du drei von ihnen erlegst, wird das den anderen Vögeln eine Warnung sein. Außerdem solltest du ein Ei sammeln, um die weitere Ausbreitung der Anolis-Population zumindest etwas einzudämmen. Bring es hinterher zu mir. Ich überlege mir in der Zwischenzeit eine geeignete Verwendung dafür. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Achso, ich habe ja neue Ausrüstung bekommen. Ach, du grüne Neune.
Der Fungi ist auch erledigt. Habe ich schon auf dem Daddy gehabt. Ich weiß gar nicht. Nito kann ich schon lange, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht hat Nitok aber mittlerweile auch genug von mir, weil ich so lange an dem komischen Vogel gesessen habe. Er hat sich ja selbst geformt. Ich glaube, Nitok mag mich nicht mehr. Ist ausgewandert. Was zusammenzukriegen, was Winkel. No. Also wenn ich in den Dingern drin bin, dann kann ich dir das immer schön sagen. So vom Namen her kannst du mir sonst was. Na gut, außer Erzbasilika, das weiß ich. Oder halt die Reborn-Dinger. Ansonsten kannst du mir da Namen hinblättern. Das habe ich bis jetzt so keine Ahnung. Ohne ein Bild vom Kopf bin ich aufgeschmissen. Wie mit Gesichtern. Ich kann mir Gesichter unglaublich gut merken, aber Namen nicht. Ich hab's mit Namen einfach nicht. Deswegen orientiere ich mich im Chat zum Beispiel meistens an der Namen, also an der am Farbverlauf, also am Namen, mit welche Farbe ihr habt. Ganz schwierig, das gerade wie ein Wort rauszukriegen. Katzen finde ich immer. Nee, ich muss da hoch, glaube ich. Ich stirb. Jump. Und jump. Wenn das jetzt vogel ist, wird's wohl. Komm im Dirty Finder sein. Nee. Wäre halt gut zu wissen gewesen. Oder wenn man halt die Liste fast auswendig kann. So, bis er da ist, dann sehe ich's ja. So lange dauert das gar nicht. Ey, von Realm Reborn bis Shadowbrain, also bis Patch hat es 7 Monate? Ich glaube, 7 Monate gedauert. Warte mal. April habe ich angefangen. Mai, Juni, August. September, Oktober. Ne, waren 8 Monate. November. November war ich fertig. 8 Monate hat es nur gedauert. Also das geht noch. Das geht noch. Oh, du hast die parasitären Fungi also ausgetrieben. Wunderbar. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Du bist wirklich außergewöhnlich. Ich dachte schon, meine Bäume wären verloren. Doch du hast sie gerettet. Tausend Dank. Ich bin gar nicht so langsam. Wobei doch, diesmal wird es ein bisschen langsamer. Weil ich ja diesmal vieles mache. Vieles und alles. Ich würde gerne noch einmal deine Hilfe in Anspruch nehmen. In letzter Zeit haben sich nämlich die Mikroschuss hier in der Gegend rasant vermehrt. Sie saugen sämtliche Nährstoffe aus dem Boden und lassen die Pflanzen verdorren. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir hier bald in einer Ödnis leben.
Diese verdammten Biester glauben wohl, dass ihnen allein der ganze Wald gehört. Aber die können was erleben. Kannst du gegen diese Plage vorgehen, indem du 8 Mikroschuss erledigst? Wenn du das geschafft hast, melde dich hinterher meiner Laube bei Eldfrid. Eldfrid? Er macht sich unten furchtbare Sorgen um seine Pflanzen und wird nachts von schrecklichen Albträumen geplagt. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Glückwunsch zu deinem erfolgreichen Jagdausflug. Nun werden die Anoles uns Druiden in Frieden lassen, sodass wir unbehelligt den Stimmen der Gebiete lauschen können. Kannst du das Ei zu Subkamazom am Stubben bringen? Sie wird sich über die zusätzliche Ration freuen. Anoles-Eier sind groß und zudem sehr nahrhaft. Damit sind sie perfekt für ein ordentliches Soldatenfrühstück geeignet. Yay. Jetzt noch einmal, Schein. Dann muss ich von dieser Insel runter, sonst bleibe ich hier ewig. Ah. Die Insel. Sie ist schon so ein kleiner Suchtfaktor. Aber eigentlich könnte ich doch... Oh Gott. Wie klein das Ding einfach ist. Es gibt ja auch nochmal 20, ne? Dann scheiß mal auf das andere. Wir sind ja noch nicht in Innis. Habe ich nämlich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich jetzt das auch noch habe. Ich habe zwar den Ohrring drin. Aber der Rest nicht. Ja, okay, es ist ja jetzt 800 groß. Ja. Oh, da freue ich mich auch schon. Ich habe jetzt endlich genug Platz. Ich habe endlich genug Platz. Erst einmal. Nein, ich muss raus. Genug Platz ist übertrieben. Na, also für mich, zumindest auf meinem anderen Char. Weil da gehe ich ja nicht mehr auf explizite Suche. Ist einfach ein bisschen... Also ich bin tatsächlich bei mir bei 360, glaube ich, gewesen. Bei 360 war ich. Bis ich 800 voll habe, das dauert. Es sei denn, ich kaufe den Shop leer. Aber, Money. Gibt so ein kleines Ding, das nennt sich Money und nein. Das habe ich leider nicht. Ansonsten. Ich brauche mehr Platz. So, du kannst mir nicht sagen, dass das schon wieder voll ist. Ich glaube, Lunas Kiste wird instant wieder voll sein. Die ist wahrscheinlich jetzt schon voll. Weil Luna wahrscheinlich erst mal ihr komplettes Glam, was sie auf den Gehilfen und sowas hatte, erstmal alles schon rübergepackt hat. Wette ich mit dir. Bräuchte eher mal ein größeres Inventar oder so. Mm. Bei mir ist halt, ich glaube, ich habe mir jetzt 2 oder 3. Ich glaube 3 Gehilfen nachgekauft. 3. Fucking 3. Sagt einiges. Du hast die Mikroschuhplage eingedämmt. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. In meinen Albträumen sah ich Gabino, selbst mit einer Axt in den Wald stürmen und wie verrückt auf die Störenfriede einhacken. Aber dazu wird es nun zum Glück nicht mehr kommen.
Habe Auftrag gekauft. Ah, ich bin nicht allein. Ja, ich brauch das einfach. Brauch das einfach. Ich glaube, ich muss jetzt wohl das Weiteren kaufen. Ich hoffe, dass ich bei dem Stall hier drum herum komme. Aber ich glaube es nicht. Nein, du greifst ihn jetzt bitte nicht an. Okay. Ich kümmere mich jetzt mal um die Hauptquest. Wobei ich auch bald Feierabend mache, tatsächlich. Aber wir streamen morgen nochmal. Und dann halt erst am Sonntag. Aber Sonntag kommt dann ja WoW. Ich habe erstmal Spielzeug gekauft, weil ich nur noch 5 Tage hatte. No. Kann keine mehr kaufen. Du hast nicht ernsthaft alle Gehilfen, die man kaufen kann, gekauft, oder? Will ich wissen, wie teuer insgesamt alle? Ich glaube, das wird mein Konto heute einfach nicht mitmachen. Also zumindest nicht alle. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da jetzt zahle. 15, 16? Irgendwas in dem Dreh. 17. Der kostenlose, die Impermori-Station und einen bekommst du ja durch die App als Premium. Ja, gut! Schlimm, sehr, sehr schlimm. Weißt du, sie sollten lieber noch einen dritten kostenlosen reinhauen. Also, desto mehr Addons kommen, würde ich zumindest die Gehilfen mal aufstocken. Wäre zumindest sinnvoll, finde ich. Du hast was für mich? Ja, hier, guck mal. Da ist ein wunderschönes Ei. Das ist ja ein Anolis-Ei. Und was für ein Oschi. Damit können wir ja eine halbe Kompanie versorgen. Es war sicher nicht leicht, das Ei zu besorgen. Doch umso mehr freue ich mich darüber. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen und möchte mich dafür erkenntlich zeigen. Durch die App bekommst du noch eine extra Satteltasche. Auch nur für ein Premium. Ja, war klar. Nee. Nee. Ach Mist. Adalia, den Göttern sei Dank. Wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten und ich würde dich gerne um deine Hilfe ersuchen. Bitte hör mich an. Ah nee, jetzt kommt das Ding. Also gut, hör genau zu. Uns bleibt nicht viel Zeit. Südöstlich von hier liegt der sogenannte Geisterkerker. Er wurde bei der großen Katastrophe zur Hälfte zerstört. Da wir in der Obhut des Waldes überlassen wollten, haben sich einige Druiden ins Innere begeben, um ein Rückgaberitual abzuhalten. Allerdings scheint dabei etwas missglückt zu sein. Wir haben soeben erfahren, dass die Druiden und ihre Wachen von einem gewaltigen Schatten angegriffen wurden. Ja, du hast richtig gehört. Ein Schatten. Ich würde ja gerne eine Einheit meiner besten Bogenschützen entsenden, aber die kümmern sich bereits um die Horde Ixal, die vor kurzem erst im Westwald aufgetaucht ist. Dieser Zeitpunkt kann kein Zufall sein. Ich vermute, die Ixal haben irgendwie Wind von der Sache mit dem Ritual bekommen. Versuche nun, es zu stören. Dadurch versuchen sie, unseren Bund mit den Gebietern zu sabotieren. Dieser Plan darf nicht aufgehen. Ich möchte dich bitten, zum Geisterkerker zu gehen und die Situation zu bereinigen. Wirst du uns dabei helfen? Ich habe ja keine Wahl. Ich bin dir überaus dankbar. Ich werde dir jede Unterstützung zukommen lassen, die ich aufbringen kann. Nun, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, also beeil dich lieber. Okay, dann rennen wir mal los. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Ja,
Ich glaube, nach der Quest müsste man ja wieder nach Gridania kommen. Und die mache ich dann auf jeden Fall noch. Gebe dann, glaube ich, alles ab, was ich abzugeben habe. Und dann machen wir bald Feierabend. Wo geht's denn weiter? Einmal mit Story vom aktuellen Patch und dann mit dem hier. Yes, wird toll. Wer bist du? Eine Abenteurerin, nicht wahr? Gailfried schickt dich, sagst du? Nofika sei Dank. Du hast sicherlich schon davon gehört. Aber mitten im Ritual der Druiden ist ein gewaltiger Schatten aus dem Nichts erschienen. Da hat sie ohne Vorwarnung angegriffen. Ein großer Teil der Gruppe konnte erfolgreich entkommen. Aber fünf von ihnen werden noch immer vermisst. Bitte finde sie und führe sie sicher wieder aus dem Kerker heraus. Yay, Gaunerimps! Wir können mein Bestiarium füllen. Oh, ein riesiger Schatten, der sich über mich lehnt. Was um alles in der Welt? Eine Abenteurerin. Ja, ich habe aus Versehen weitergeklickt. Egal. Bei denen hier ist es, glaube ich, halb so wild. Gailfried schickt dich. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Bitte hilf den Druiden. Für mich. Ich habe doch keine Wahl. Er zwingt mich ja geradezu dazu. Hi, Dera. Doch, ich mag euch auf Shiva noch. Ich mag euch auf Shiva noch. Es hat seine Gründe, warum ich nach Chaos gewechselt bin mit Streamcharts. Es hat seine Gründe. Aber nein! Ihr wart es nicht. Keine Angst. Es hat andere Gründe. Und es war keine leichte Entscheidung. Aber es geht nur für die Streamchars. Es geht nur für die Streamchars. Mein bis jetzt noch Main, der bleibt. Der bleibt. Ich bleibe euch also noch irgendwie erhalten. Aber Dera, wie geht's dir? Alles gut? Komm nicht näher, du grausames Be Oh, du bist nur eine Abenteurerin. Wir wurden mitten im Ritual angegriffen. Ehrlich gesagt, weiß ich noch immer nicht genau, was passiert ist. Was bis jetzt noch Main? Ja, bis jetzt noch Main. Solange die aktuelle Story läuft, spiele ich den alten Char noch weiter. Wenn ich den hier irgendwann mal. In 2 Jahren. Nein, so lange wird es nicht dauern. Aber wenn ich den irgendwann ak beim aktuellen Content habe, dann wird das hier der aktuelle Streamshow und nicht mehr der andere. Der wird dann privat weitergespielt. Ganz okay, soweit. Es muss viel auf der Insel erarbeitet werden. Ja, da setze ich mich auch gleich ran. Da setze ich mich auch gleich ran. No, Zuret. Aber ich kann doch mit dem anderen Schall immer noch mit euch spielen. Er wird ja nicht gelöscht. Wir spielen halt nur privat. Stream-Chars sind jetzt auf Chaos und der Rest bleibt auf Dingens. Und Schnurrbärte bleibt auch erstmal noch auf Light. Erstmal. Ich habe halt keine 14 Euro für den Transfer. Das ist ein bisschen etwas sehr happig. Du sollst uns zu Hilfe kommen? Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Das Ritual ist fehlgeschlagen. Ich muss dringend nach Gridania zurückkehren. Die Dazi müssen von den Geschehnissen erfahren. Außerdem kann man ja mittlerweile auch nach Chaos wechseln. Das geht ja mittlerweile. Also ich bin ja noch nicht mal mehr aus der Welt. Ich kann euch auch immer noch besuchen kommen. So ist es ja nicht. Geht ja. Dieses Ding war kein Gebieter, sondern eine Ausgeburt der Finsternis. Aus Reni und dort. Wieso? Ich sag doch nur Möglichkeiten, wie man sich noch sehen kann. Einer von uns ist noch in den Tiefen verloren. Unser Seher. Du musst ihm helfen. Vor allem in den Tiefen. Der ist direkt da vorne. Da vorne ist der. Was sind das für Tiefen?
Der war doch nur in deinem Gitter. Okay. Zürne der Stimmen der Schöpfung, erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. So sah mein Charakter früher mal aus. Nur mit anderen Augen. Also mit einer anderen Augenfarbe. Genau so. Das war eigentlich mein erster Char. Nur mit grünen Augen. Schnief. Ich meine, das geht, wenn du in der Charakterauswahl bist. Da müsste es dann gehen. Es geht nicht über den Iteriten, es müsste dann über die Char-Auswahl gehen. So, da, wo man auch, also da, wo auch Charakter löschen und so weiter steht. Darüber müsste das jetzt gehen. Das, was Dera sagt. Dass der Golem besiegt werden konnte. Das, was er hat. Ich habe gestern aber auch gesucht. Ich hatte das Thema mit Luna gestern und ich war auch blind. Und Luna dann nur so, Hötchen, das ist genau da. Und ich so, oh, okay. Never mind. Alles gut. Gefunden. Aber es geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es geht. Diese Frau ist keine gewöhnliche Abenteurerin. Also man kann sich immer noch besuchen kommen. Ne? Ist zwar ein bisschen umständlicher, aber man kann sich besuchen kommen. Ich schaue öfters bei euch auf Light vorbei. Ist das in Ordnung? Noch bin ich ja da. Noch passt das. Große Sachen wie Dailies und so weiter mache ich ja sowieso noch mit dem anderen. Wehe, wenn nicht. No, Zuret. Als wenn ich euch alleine lassen würde. Ich glaube, gäbe es diese Möglichkeit nicht, dass man vom Chaos auch auf Light gehen kann. Ich glaube, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Dann wäre es vielleicht ein anderer Server geworden, aber nicht komplettes Datenzentrum, also, ne? Direkt anders. Aber ich komme euch besuchen. Aber noch ist es ja nicht so weit. Noch ist der andere ja Streamschar. Schnoberto habt ihr ja auch noch. Also, ne, passt schon. Verflucht, er ist entkommen. So sieht man sich wieder. Wie geht es dir? Ich wollte eigentlich was trinken. Hat super geklappt gerade. Never mind. Oh nein, jetzt kommt das. Oh. Diese unendlich lange Szene. Zumindest kommt sie mir immer so lange vor. Die habe ich übrigens damals schon nicht gelesen. Ich weiß bis heute nicht, was drin steht. Ich glaube, ich habe die sogar mit Schnoberto geskippt. Ja, die Freuden namens Reborn, ja. Ach Mist, das eine ging ihm. Okay. Sei doch still. Noch mehr dieser schrägen Vögel. Wie oft hatten wir das jetzt heute? 7 Mal? Ihr Vordringen ergibt keinen Sinn für mich. Meinst du, könnte es sein, dass sie einen Primae beschwören wollen? Wenn die Nase juckt, gibt's Geld, ne? Ich hoffe für uns alle, dass du damit daneben liegst. Dennoch müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Alle verwelkt. Das gleiche Schicksal hat Camp Smaragdmoos ereilt. Es ist, wie wir befürchtet haben, was immer Dalamuts Einschlag verursacht hat. Es beeinflusst das Leben im Wald der Einkehr. Du meinst die Störung im Äther? Das ist sehr wahrscheinlich. Das Kaiserreich hat sich für eine Menge zu verantworten.
Wenn das Gleichgewicht gestört ist, versinkt das Land allmählich im Chaos. Genau davor hat Louis Soir gewarnt. Es ist dieses Chaos, dem die Primae entspringen. Wesen, die ansonsten keine Daseinsberechtigung hätten. Die Zeit läuft uns davon, aber es gibt noch immer Hoffnung für dieses Land. Wir müssen uns an diese Hoffnung klammern und bis zuletzt kämpfen. Wird gemacht. Oha! Die ist genauso tollpatschig wie ich. Verflucht sperrige Apparate. Die sperrigen Apparate sind das Neueste, was Schalayans Werkstätten hergibt. Da bin ich respektvoller. Aber sie sind so hässlich und außerdem verdammt schwer. Wenn du mich fragst, sind sie deutlich besser als deine Maske. Schwer zu glauben, dass bereits 5 Jahre vergangen sind. Schon? 5 Jahre sind lediglich ein Wimpernschlag in der Lebensspanne eines Planeten. Vermutlich hast du recht. Der Wald der Einkehr hat sich nur spärlich erholt. Und die Kridania stehen immer noch den gleichen Gefahren gegenüber. Und einigen neuen. Als ob wir mit den Xer und Garuda nicht schon genug zu tun hätten. Müssen wir uns nun auch noch mit den Sylphen und Ramo herumschlagen. Diese tapferen Abenteurer, die vor 5 Jahren an unserer Seite kämpften. In letzter Zeit frage ich mich häufiger, was wohl aus ihnen geworden ist. Shady! Hallo! Hallo, Shady! Ah. Das kam gerade ganz komisch. Also, mit dem Ah. Shady, wie geht's? Ida, sieh nur. Du meine Güte, und was ist das? Eine weitere Störung im Äther, die sich gerade erst manifestiert hat. In dieser Richtung liegt der Mokri-Stubben. Wir müssen uns beeilen. Run, Forrest, run! Oder Ida. Papa Limo. Ach ja, Kopfweh. Wer kennt sie nicht? Sie, kein blasser Schimmer, worum es hier geht. Geht es dir gut? Deine Augen sahen gerade ganz schön glasig aus. Der Seher ist unverletzt, ein wenig benommen, aber körperlich und geistig unversehrt. Jedoch sind unsere Sorgen damit nicht vorbei. Du darfst nicht vergessen, dass die Gebiete über den Wald der Einkehr erwachen. Sie haben es den jetzigen Bewohnern erlaubt, hier zu leben und sich an den Schätzen des Waldes zu erfreuen. Das schießt den Grund und Boden des Kerkers ein. Da sie keine Verwendung mehr für den Kerker hatten, kamen die Kridane hierher, um ihn den Gebietern in ritueller Form zurückzugeben, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Klar, dass das Ritual fehlgeschlagen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Wenn man den Gebietern nicht den gebührenden Respekt zollt, und zwar in angemessenen Ritualen, werden sie womöglich zornig und schlecht auf die Kridane zu sprechen sein. Es kann verhängnisvoll sein in diesen so unsicheren Zeiten. Aber du hast mehr als genug getan. Wir werden den Druiden in Sicherheit bringen und seine Kollegen aussenden, um das Ritual zu beenden. In der Zwischenzeit solltest du dir einen Weg nach draußen bahnen und alles da in Bericht erstatten. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Papa Limo und diese taktlose Frau neben mir ist... Ida. Papa Limo und ich erforschen zusammen den Wald der Einkehr. Schön, dich kennenzulernen. Ida, würdest du mir mal bitte helfen? Moment, du hast etwas Vertrautes an dir. Könntest du womöglich... Ach, schon gut. Meine Augen spielen mir bestimmt einen Streich. Bis demnächst. Jo. Huch, erstmal schön an dem Zaunfall stehen bleiben. Nice.
Natürlich kommt da einer noch hinterher. Wäre ja auch zu einfach gewesen. All dies hat sich im Geisterkerker zugetragen, Painofika. Wie war dieser wer war dieser maskierte Magier und welche dunklen Ambitionen treiben ihn an? So viele Rätsel. Nun, ich werde die Antworten kaum alleine herausfinden. Ich muss diese Angelegenheit mit Galfried erörtern. Das wird wohl ein wenig dauern. Dein Mut hat heute viele Leben gerettet, Abenteurerin. Dafür gebührt dir unsere tiefste Dankbarkeit. Kehre nach Credania zurück und suche Mijun auf. Sie wird dir in unserem Namen für deine Bemühungen danken. Juhu! Weil wir ja lange nicht mehr in Credania waren, ne? Geht's jetzt einmal zurück. Noch einmal eine Pikniergehe. Da haben wir auf jeden Fall noch. Huch. Am besten nicht raus tappen. Wäre jetzt nicht so sonderlich schön. Du hast die Baumhörnchen erlegt? Vielen Dank. Das mag eine einfache Aufgabe gewesen sein. Doch vielleicht war es ein erster Schritt zu großen Taten. Ich glaube, du wirst es als Abenteurerin noch weit bringen. Hm? Du willst wissen, was mit Abenteurern ist, die solche Aufgaben nicht schaffen? Kitty! Solche Pfeifen werden hier nicht glücklich und verschwinden ganz schnell wieder aus der Stadt. Du wirst bald schon sehen, wohin. Kitty! Das wird jetzt übrigens zur Tradition, ne? So, da hinten. Bei den Druiden. Bin schon mit 22 und unterwegs. Ja, schön. Na gut, ich bin Level 15. Nicht auf dem Weg nach Ulda. Nicht mal ansatzweise. Da kommt noch einiges. Willkommen zurück. Hast du genug Käfersekret sammeln können? Ja. Vielen Dank. Das reicht für das Ritual. Ich danke den Gebietern und dem Wald dafür, dass sie dich zu mir gesandt haben. Hier, nimm dies als kleine Entschädigung für deine Mühen. Das brauche ich alles nicht mehr. Egal. Nehmen wir trotzdem mit. Jung. Gehen wir jetzt noch die Quest bei Mijun ab. Nehmen die neue an. Dann ist tatsächlich für heute erstmal Feierabend. Den letzten Abend in Ruhe noch genießen. Bevor das morgen wiederkommt. Ja, ja. Aber dafür gibt es ja morgen Abend einen Stream. Nachmittagabend. So viele Katzen hier. Ah, aber die nackte Katze steht hier nicht mehr. Willkommen zurück, Adaria. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ein ganz schönes Abenteuer im Geisterkerker hattest. Eine herrliche Geschichte, um sie in einer Schenke kundzutun. Doch leider muss ich dich bitten, sie für dich zu behalten. Vorerst zumindest.
Solange die Druiden in der Sache nichts entschieden haben, wäre es besser, die Leute nicht mit Geschichten von laufenden Statuen zu beunruhigen. Wenn es meine laufende Statue gewesen wäre. Nun denn, du sollst ein angemessenes Entgelt für deine wertvollen Dienste haben. Der erste Teil deiner Belohnung besteht darin, dass ich dir die Erlaubnis gebe, ein Gästezimmer hier in der Gilde zu nutzen. Ich habe schon alles arrangiert. Du musst nur mit Antonio sprechen, wenn dir der Sinn nach einem stabilen Bett und einem weichen Kissen steht. Die steht bestimmt noch, hat sich nur angezogen, dafür ist sie automatisch für dich unsichtbar. Möglich, möglich. Als zweiter Teil meiner Belohnung biete ich dir einen Weg zu Ruhm und Reichtümern an, nämlich Freibriefe. Freibriefe sind Aufzeichnungen zahlreicher Bitten, die wir aus der Bevölkerung erhalten. Sie umfassen allerlei Aufgaben, derer sich ambitionierte junge Abenteurerinnen wie du annehmen können. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag, Abend, bis morgen. Danke, Jenny. Ich dir auch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Gundran stellt die Freibriefe hier im Hexenstübchen aus. Ich habe ihm bereits von deinen Fähigkeiten berichtet und er freut sich darauf, dich kennenzulernen. Yay! Ach übrigens, hast du schon von dem bevorstehenden Fest gehört? Ein wahrhaft freudiges Ereignis, dem Jung und Alt gleichermaßen entgegenfiebern. Leider überschatten die jüngsten Ereignisse die diesjährigen Feierlichkeiten ein wenig. Wenn diese verdächtigen Person doch nur geschnappt würde, dann können wir alle leichten Herzens feiern. Aber wir reden jetzt von dir, Aedaria. Du hast mich mit Stolz erfüllt. Ich erwarte große Taten von dir, junge Dame. Bestimmt. Und erstmal nochmal umdrehen. Wir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlung für eine noch größere Abenteuervergnügung. Ja, toll, danke. Nett. Und das nehme ich noch einmal kurz an. Na, du hast ja schon einiges erlebt. Gefällst du dir in deiner Rolle als Wohltäterin Gridanias? Dann habe ich einen Vorschlag für dich. Wie du dich weiter einbringen kannst. Im Südwesten des tiefen Waldes liegt Guts Wiesegrund. Die Leute dort arbeiten hart und können deine Hilfe gebrauchen. Außerdem ist das Gut ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einem Iteriten. Dort wirst du neue wichtige Erfahrungen sammeln können. Guts Wiesegrund liegt südwestlich der Blaudachspforte. Hinter der Brücke wirst du schon den Iteriten sehen. Du kannst auch ganz einfach einen Linienschokobo nehmen. Der bringt dich schnell und sicher nach Wiesegrund. Bei Singur kannst du einen Ritt auf einem Linienschokobo buchen. Glaub mir, komfortabler kann man nicht reisen. Wenn du angekommen bist, stelle dich bei Kater vor. Sie verwaltet das Gut. Okay. Sehr schön. Ich würde dir sagen, wir haben viel geschafft. Aber das haben wir nicht. Na, 4 Stunden und 10 Minuten sind wir bei. Oh. Level 10er Quest. Es ist eigentlich bitter, ne? Es ist eigentlich verdammt bitter. Ah, jo. Jetzt muss ich aber einmal gucken. In aller Regel gehe ich ja nicht ohne Raid. Das ist so die Frage. Wo ich euch hinschicke.